Adrien sitzt in seinem Zimmer und überlegt, wie er jetzt handeln soll. Soeben hat Chloe ein Referat über Cat Noir gehalten und Cat Noirs wahre Identität preisgegeben. Denn als Cat Noir und Ladybug gegen einen Bösewicht während der Modenschau von Chloes Mutter gekämpft haben, hat Cat Noir später bei der Rückverwandlung nicht Acht gegeben, wer ihn beobachten könnte. Und so kam es, dass Chloe ihn bei seiner Rückverwandlung gesehen und ihn später bei ihm zu Hause aufgesucht hat. Leider hat Adrien während des Gesprächs Chloes Gefühle verletzt und diese wollte sich daraufhin bei ihm rächen. Aber dass sie so weit gehen und ihren ehemals besten Freund verraten würde, damit hatte Adrien nicht gerechnet. Im Gegenteil, fast glaubt er, dass das Geschehen im Klassenzimmer nichts anderes als ein Hirngespinst war, dass er sich nur eingebildet hat, womöglich weil er zu wenig geschlafen hat oder weil ihm zu viele Dinge im Moment beschäftigen. Er weiß, dass Chloe manchmal sehr launisch und temperamentvoll sein kann und dass sie sehr schnell in Rage gerät. Du hast auch gelacht, ich hab's genau gesehen. Du bist gefeuert. Aber sie würde ihn niemals verraten, sagt sich Adrien. Das alles war nur ein Tagtraum, redet er sich ein. Wie lange kennen sich die beiden so gleich? Na, über viele, viele Jahre. Wenn er sich recht erinnert, so ist er eigentlich der einzige lange Freund, den Chloe jemals hatte. Sie ist zwar egoistisch, aber sie kann nicht alleine sein. Sie sehnt sich nach Gesellschaft und Akzeptanz. Wie dämlich wäre es doch, wenn sie jetzt ihren alten Freund Adrien verraten würde. Nein, nein, sagt sich Adrien und lächelt. Er ist fest davon überzeugt, dass er sich den Moment nur eingebildet hat. Aber der Fernseher, der nun sein Bild auf dem Bildschirm neben einem Foto von Cat Noir zeigt, zerstört seine Illusion. Auch Plek, der nun aus seinem Versteck gekrochen ist und sich neben seinen Freund setzt, versetzt Adrien wieder in die Realität. Chloe hat ihn verraten. Jetzt klopft es auch noch an Adriens Tür. Es ist Nathalie, die ihm sagt, dass sein Vater mit ihm reden wolle. Adrien nickt und wartet, bis Nathalies Schritte hinter der Tür nicht mehr zu hören sind. Verzweifelt sieht er zu Plek. Was soll er jetzt tun? Plek, der immer wieder einen heimlichen Eindruck von Adriens Vater bekommen hat, weiß, dass Adrien auf jeden Fall das Gespräch mit seinem Vater umgehen sollte. Auch wenn Adrien nicht weiß, dass sein Vater Hawk Moth ist, ist ihm bewusst, dass Plek recht hat. Aber wohin soll er jetzt gehen? Er kann nicht aus dem Haus, denn jeder weiß jetzt, dass er Cat Noir ist. Wer weiß, welche Gestalten es auf ihn abgesehen haben. Und jetzt erinnert sich Adrien an sein altes Versteck auf dem Dachboden, das er immer aufgesucht hat, wenn er keine Lust auf Klavierspielen hatte und sich vor seinem Vater verstecken wollte. Er befördert Plek in eine Tasche und sieht vorsichtig aus seiner Zimmertür. Niemand ist da. Schnell eilt er die Treppen hinauf und geht zu dem Dachboden, der verschlossen ist. Adriens Vater hat den Raum damals verschlossen und den Schlüssel weggeworfen, da er nicht immer in Versuchung kommen wollte, die Dinge seiner Frau zu durchwühlen. Sein Vater hatte die Habseligkeiten seiner Mutter auf den Dachboden befördert, um nicht immer an ihr Verschwinden erinnert zu werden. Trotzdem hat er diesen Ort immer wieder aufgesucht. Als er schließlich den Schlüssel wegschmiss, hat ihn Adrien in einem nicht beobachteten Moment wiedergeholt und ihn seither an einem sicheren Ort in seinem Zimmer verwahrt. Hier auf dem Dachboden wäre er sicher. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, hat Adrien sein Handy mitgenommen, damit er die Nachrichten weiterverfolgen kann. Zurück in der Schule steht Chloe immer noch vor der Klasse. Da alle von der Neuigkeit, dass Adrien Cat Noir ist, sehr überrascht wurden, hat die Klassenlehrerin eine 10-minütige Pause eingelegt, damit sich die Gemüter der Schüler etwas beruhigen. Marinette hat sich mit Tiki im Klo verschanzt, um mit ihr über diese Neuigkeit zu sprechen. Wie war es möglich, dass sie die ganze Zeit nicht gewusst hat, dass Adrien Cat Noir ist? Das hat die ganze Zeit bedeutet, dass Cat Noir, also Adrien, in Marinette verliebt war. Für einen kurzen Moment ist Marinette entzückt. Die Enthüllung der Identität eines Superhelden oder das Katzen- oder das Marienkäfer Miraculous trägt, kann sehr schwerwiegende Konsequenzen haben. Meister Fu hat die beiden nicht umsonst darauf hingewiesen, ihre Identitäten geheim zu halten. Vor allem würde Hawk Moth jetzt ein viel leichteres Spiel haben. Und Cat Noir haben heute einen Fehler gemacht und weitere werden folgen.
Und dann werden wir beide endlich wieder zusammen sein. Aber die Pause ist vorbei und Marinette muss wieder zurück in das Klassenzimmer. Dort angekommen steht Chloe immer noch stolz vor den anderen und verkündet, nun weitermachen zu wollen. Wir wissen zwar, wer Cat Noir ist, aber die größte Frage ist doch eigentlich, wer ist denn nun Ladybug? Wir wissen, dass Ladybug ein Mädchen aus unserer Schule sein muss. Und wir wissen auch, dass Cat Noir und Ladybug ein eingespieltes Team sind. Ich habe wirklich lange gegrübelt gestern Nacht, aber schließlich bin ich zum Entschluss gekommen, dass Ladybug niemand anderes sein kann als ein Mädchen aus unserer Klassenstufe. Alle schauen sich bestürzt an. Ein Junge fragt, woher willst du das wissen? Chloe antwortet selbstgefällig, es ist doch klar, dass die beiden sich sehr gut kennen. Wir wissen, dass beide ungefähr das gleiche Alter haben. Das heißt, dass Ladybug zumindest in unserer Klassenstufe sein muss. Hierfür habe ich das Jahrbuch des vergangenen Jahres herausgesucht und alle potenziellen Mädchen herausgesucht und mit Ladybugs Statur und Aussehen verglichen. Jetzt legt Chloe eine Kunstpause ein und lacht in sich hinein. Und was soll ich sagen? Ich glaube, wir waren alle blind. Nicht nur haben wir übersehen, dass Adrien Cat Noir ist. Nein, wir waren auch alle blind gegenüber der Tatsache, dass Ladybug in Wahrheit unsere liebe Marinette ist. Jetzt spielt der Overhead-Projektor ein Bild von Ladybug und Marinette ein. Selbstgefällig lacht Chloe und richtet sich jetzt direkt an Marinette. Ich hätte wissen müssen, warum mir Ladybug am Schluss so unsympathisch war. Es ist einfach nur lächerlich, dass ich dich einmal bewundert habe. Dich? Alle Köpfe drehen sich jetzt in Marinettes Richtung, genauso wie sie es bei Adrien gemacht haben. Jetzt weiß Marinette, wie sich Adrien gefühlt haben muss, als Chloe ihn vor allen Leuten denunziert hat. Sie fühlt die Röte in ihr Gesicht steigen und dass ihr der Schweiß von der Stirn läuft. Marinette beginnt zu zittern. Ihre Freundin Alja bemerkt dies und geht zu ihr und hält ihre Hand. Auch wenn Alja nichts davon gewusst hat, bemerkt sie an der Reaktion ihrer besten Freundin, dass Chloes Behauptung wahr sein muss. Ihr reicht es. Und jetzt richtet sich Alja direkt an Chloe. Was willst du eigentlich mit deiner Show erreichen? Reicht es nicht, dass du bereits Adrien verscheucht hast? Merkst du nicht, dass du mit deinem Verhalten alle Menschen aus deinem Leben verdrängst? Selbst diejenigen, die dich mögen? Ich dachte, Adrien ist dein Freund. Du wirst am Ende sehr einsam enden, Chloe. Chloe ist sichtlich angegriffen, rümpft aber die Nase und tut so, als würde sie das eben Gesagte nicht treffen. Es geht hier nicht um mein Privatleben, sondern allein um die Tatsache, wer Cat Noir und Ladybug sind. Jeder hat das Recht zu erfahren, wer die beiden sind. Schließlich sind sie auch nur normale Menschen. Oder auch weniger, wie in deinem Fall, Marinette. Es ist lächerlich, absolut lächerlich. Chloe macht eine kurze Pause, um sich zu fassen und lächelt dann anschließend wieder in die Klasse. So, und damit diese Neuigkeit auch an die Öffentlichkeit gelangt, habe ich mit der Presse gesprochen und sie darum gebeten, Marinettes Identität ebenfalls über das Fernsehen bekannt zu geben. Und um diesen Moment etwas spannender zu halten, habe ich der Presse gesagt, sie sollen dies mit einer Stunde Verzögerung tun. Ich meine, wir müssen uns alle erst daran gewöhnen, dass Paris Superheldin eine einfache Bäckertochter ist, nicht wahr? Jetzt gerade bist du in den Nachrichten, Marinette. Jetzt hat Marinette genug. Genau wie Adrien stürmt sie aus dem Klassenzimmer und möchte nur noch nach Hause. Aber was sie jetzt sieht, verschlägt ihr den Atem. Der gesamte Schulflur ist mit Plakaten zugeklebt, die berichten, dass Marinette in Wahrheit Ladybug ist. Marinette sieht, dass einige Türen der anderen Klassenzimmer geöffnet sind und dass ihr die anderen Schüler zurufen. Manche lächeln ihr zu, während andere auf sie deuten und leise lachen und über sie lästern. Marinette rennt so schnell wie sie kann aus der Schule und macht sich auf den Weg in die Bäckerei. Dort erwarten sie bereits ihre Eltern. Beide lächeln ihr zu und sagen ihr, dass sie die Neuigkeit gerade aus den Nachrichten erfahren hätten. Ihre Eltern verstehen nicht, dass Ladybugs Identität geheim gehalten werden muss und dass das alles andere als lobenswert ist. Marinette stößt ihre Eltern entsetzt zur Seite und rennt in ihr Zimmer, das sie auch gleich absperrt. Währenddessen ist Adrien immer noch zusammen mit Plek auf dem Dachboden. Er und Plek haben immer noch keine Lösung gefunden, wie sie das Problem angehen wollen. Plek hätte Meister Fu im Kopf gehabt, aber dieser ist nicht mehr da und kein Wächter mehr. Als Adrien dann die Eilmeldung der Nachrichten liest, dass nun Ladybugs Identität auch aufgedeckt sein soll, verschlägt es ihm den Atem. Marinette ist die Person, in der er die ganze Zeit verliebt war? Wie kann das sein? Und wo ist sie jetzt? Adrien denkt nicht lange nach, sondern weiß, dass er sofort zu Marinette muss, da die beiden sich jetzt etwas überlegen müssen. Er schließt die Tür des Dachbodens auf und schleicht sich vorsichtig aus dem Haus. Draußen wartet Adriens Chauffeur.
Adrien rennt zu ihm und sagt ihm, dass er schnellstens zu Marinette muss. Sein Chauffeur ist irritiert, da er eigentlich das Einverständnis von Adriens Vater braucht. Aber Adrien macht ihm deutlich, dass es sehr wichtig ist und so lässt sich der Chauffeur schließlich überzeugen. Marinette ist in ihrem Zimmer und obwohl Tiki ihr dazu geraten hat, dass sie nicht den Fernseher einschalten soll, kann Marinette nicht widerstehen. Sie ist dermaßen sauer auf Chloe, dass ihr Tikis Anweisungen, auf die sie normalerweise hört, egal sind. Das Nachrichtenteam zeigt nun ein Gespräch mit Chloe und der Reporterin, das vor Schulbeginn aufgezeichnet wurde. In diesem Gespräch lässt sich Chloe richtig über Adrien und Marinette aus. Tiki sieht, wie die Wut in Marinettes Körper aufsteigt und versucht, sie zu beruhigen. Auch Hawk Moth spürt die negative Energie, die aus Marinettes Haus herausströmt, aufkommen. Sogleich schickt er einen Akuma. Ich habe die einzigartige Möglichkeit, jemanden mit einem Miraculous zu akkumatisieren. Eine Superheldin, die zum Superschurken wird. Tiki sieht bereits, wie sich ein Akuma nähert und kann Marinette kurz darauf noch überzeugen, sich zu beruhigen. Der Akuma entfernt sich, bleibt aber noch im Raum. Dann aber sagt Chloe einen Satz, der Marinette den Rest gibt. Ich finde, wir müssen uns alle Sorgen um unsere Sicherheit machen. Zwar haben Ladybug und Cat Noir die Stadt immer wieder beschützen können, aber in letzter Zeit ist doch aufgefallen, wie überfordert die beiden alleine sind. Man nehme nur die Geschichte mit Scarlet Moth. Wollen wir die Sicherheit unserer Stadt wirklich in die Hände einer Bäckerstochter geben? Der Akuma nähert sich wieder, umkreist Marinettes blaues Haar und ehe Tiki ein Wort sagen kann, verfängt er sich in ein Armband von Marinette, die daraufhin akkumatisiert wird. Akkumatisiert trägt sie dasselbe Kostüm wie Ladybug, nur in schwarz. Sie macht sich auf den Weg zur Schule, wo sie Chloe die Leviten lesen möchte. Auf dem Weg dorthin zerstört Marinette alles, was sie berührt. Im Auto des Chauffeurs erscheint eine neue Eilmeldung auf Adriens Handy, Ladybug als Bösewicht. Schurke nähert sich der Schule und möchte Rache nehmen. Sofort befiehlt Adrien seinem Chauffeur umzudrehen und eine andere Richtung einzunehmen. In die Schule, sofort! Als Adrien zusammen mit Plek aussteigt, verwandelt er sich rasch in Cat Noir. Denn immerhin weiß jetzt sowieso jeder, wer er ist. Sein Ziel ist es, die akkumatisierte Marinette wieder zur Vernunft zu bringen. Plek sieht ihn an und sagt verzweifelt, wie willst du den Akuma reinigen ohne Ladybug? Aber Tiki wartet bereits auf die beiden und hält Marinettes Ohrring, den sie ihr sehr schnell abgenommen hat, in den Händen. Was glaubt ihr, wie diese nervenaufreibende Situation ausgehen wird? Schreibt es uns doch unten in die Kommentare. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald.